Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. Wir haben im letzten Part hier angefangen, die Dyson Sphäre mehr oder weniger fertig zu stellen. Wobei, es ist ja eigentlich noch gar nicht fertig, das ist ja das Beste. Wir haben gemerkt, okay, aktuell würde das ziemlich lange dauern, bis sie fertig ist. Aber wir sind ja noch nicht einmal fertig damit, mit dem Design, also es wird noch länger dauern. Momentan sind wir bei knapp 12 Stunden Bauzeit. Ja, da machen sie sich schon auf den Weg, die Sails. Die Raketen fliegen. Gut, wir werden damit eben definitiv mehr als 3 Silos hier brauchen. Wir können natürlich von zu Hause vielleicht ein paar abkoppeln, weil da ist die Dyson-Sphäre ja schon ziemlich weit. Sich sicher von dort welche ausbauen, beziehungsweise wir können auch neue bauen. Ich kosten mal leider viel. Prinzipiell können wir einfach neu bauen. Die Frage ist auch, wie schaut es aus mit unseren Forschungen? Oh, das könnte man zum Beispiel erforschen. Schneller rummarschieren ist immer gut. Solar Sail Life ist auf Maximum, das ist wurscht. Bla. Raketen sind da unten scheinbar. Halt! Danke, perfekt. Die sind so gut wie fertig, ja. Fehlen nur noch ein paar Raketen, dann ist die aktuelle Phase hier abgeschlossen. Okay, dann werden wir sich um das da hier unten jetzt kümmern. Haben wir das so gebaut? Ich denke schon. Sieht schon so aus. Oder? Fuck, jetzt weiß ich nicht, wie wir das gebaut haben. Weil das nachher wenigstens noch sehen könnte. Shit. Okay, was schaut besser aus? Das hier? Anhalten. Das hier oder das hier? Das ist so eine leichte Krümmung. Das sieht man hier nicht. Nee, das muss schon. Das ist so gebaut, okay. So wie wir halt den Rest dabei auch gebaut haben, ne? Die Dyson-Sphäre besteht ja aus dem. So, dann können wir wieder weitergehen. Muss natürlich wieder mal den Stresslevel erhöhen, damit wir hier weiterbauen können. So, und damit sind es aus. Na, damit haben wir gleich mal wieder über 3000 Raketen, die wir mehr brauchen. Ne? Und wir haben schon wieder keinen Treibstoff. Ja, mangelt ja immer noch an den Magneten. Das haben wir gar nicht mehr gedacht. Ein schweres Problem mit Magneten. Weil ja kein Graphit mehr kommt. Kommt von sehr, es kommt von hier. Das wird da oben abgezweigt. Wir werden die Stromversorgung jetzt einmal abschalten, weil das eh keiner mehr braucht.
das hier beschleunigen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier viel zu wenig Kohle ankommt. Kohle gibt es ja aber noch jede Menge. Das heißt, wir müssen aber nur schauen, dass wir auf mehr Kohle zugreifen. Da ist schon wenig. Wo ist denn das Ganze? Wo sind die 6 Millionen? Hä? Das ist eine halbe Million. Wo sind wir gerade? Da, das ist das. Okay. Da sind es 100.000. Wo zum Henker ist die ganze Kohle? Hier ist eine knappe Million, auf die wir zugreifen können. Wir sind nicht allzu weit weg, die können wir da schnell anschließen. Schön viel Platz zum Abbauen. So. Noch mehr Kuh. Alter, die hauen viel raus. Es war instant voll, das Förderband. Was ist denn da los? Wow. Okay. Wir müssen da rauf. Ein Stückchen weiter. Eine Linie, die durchgängig ist, die nehmen wir gleich mal. So. Speichern dauert teilweise schon ganz schön lang. Aber gut, da passiert auch einiges und da ist das auch legitim, ne? So, wir müssen uns da dran schließen. Machen wir es gleich hier. Hier schon blaues Förderband. Passt. Das sollte erstmal wieder genügend Graphit bieten. Für beide Seiten. Oder wo auch immer die Kohle da oben hingeht, weil die marschiert dann nach oben noch weiter. So, die Priorität liegt aber erstmal hier bitte. Warum ist dringend jetzt? Der baut hier schon gar nichts mehr ab. Oh, Entschuldigung. Gut, wie schaut es jetzt aus hier mit dem Verbrauch? Okay, passt. Schaut momentan ganz gut aus. Da läuft jede Menge Kohle hin. Geht die hin? Dann, 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 dann. Ah ja, zur Graphitproduktion hier oben. Die ganze Kohle, die hier kommt, eh nicht ausreicht. Beschleunigen. Auch wenn die Priorität woanders liegt, das macht ja nichts, aber wenn mal mehr übrig ist, dann ja, kann das hier ruhig durchsausen. Je nachdem, wie viel da hinten verbraucht wird. Ja, da bilden sich schon Lücken. Also natürlich auch die Frage, wie jeder Verbrauch ist. Damit haben wir jetzt auch hier erstmal genügend Graphit wieder. Hoffentlich. Graphen haben wir hier jede Menge. Oh, hier mangelt es an den Turbinen. Das ist natürlich die nächste Achillesferse von uns.
Turbinen und die Motoren. Was machen wir da? Das ist eine Scheiße. Niederreißen. Zahnräder sind hier mehr als genug. Es kann hier eigentlich an nichts wirklich mangeln. Was mich auf eine Idee bringt, wir reißen das hier mal ab, wir reißen das hier ab. Kommt an meiner. Was? Okay, da bleibt einfach weg, ist eh egal. Und stattdessen verlängern wir hier noch ein bisschen, bringen wir noch ein paar Motoren mehr raus. Noch ein bisschen mehr. Was steht denn hier? Also hier produzieren wir wieder ein kleines bisschen mehr, als wir verbrauchen. Aber das wird sich natürlich dann noch anpassen. Der schafft hier alles weg. Jetzt mal über kurz oder lang, wenn wir halt Motoren extern produzieren müssen. Gehen jetzt hier schon alle hier hin, wenn wir da hier brauchen. Die Frage ist nur, wie? Wie machen wir es am besten? Muss ich mir das Video nochmal anschauen zu den Fabriksplaneten. Weil die Schmelzen sind ja leicht aufzubauen. Bei solchen komplexeren Konstruktionen wird es schon schwieriger. Jetzt haben wir eben genau das Problem, dass wir theoretisch so eine ganze Produktion dort aufbauen sollten. Eisen kommt von dort, das heißt Zahnräder sind kein Problem, Magneten sind auch dort, Kupfer ist auch dort. Könnten wir die Elektromagneten und die Zahnräder produzieren, das hätten wir auch. Also im Grunde alles was dort, was wir brauchen. Sollten wir mehr Assembler bauen. Und da scheitert schon wieder an irgendwas. Schauen wir hier aus. Da haben wir schon viel. Wie viel geht da jetzt rein? Nee. 6000 sind da drinnen. Boah. So, 6000. Na bitte, dann können wir das ja schon mal durchfahren. Perfekt. Eisen, wir brauchen Zahnräder hier, okay. So, Zahnräder haben wir hier. En masse. Aus noch schön raus. Wir können sich die Zahnräder bedienen. Dazu nur 4, weil es mangelt an Graphen. Dann haben wir ja da oben glücklicherweise jetzt mehr als genug. Shit, wir haben keine Partikelcontainers mehr bekommen. Wir haben noch ganz andere Probleme. Quantenprozessoren. Okay, da sind noch Partikelcontainer. Den verbrauchen wir aber dann glücklicherweise nicht allzu viele. Und er nimmt sich hier gleich alles, weil kein Deuterium mehr da ist. Was ist denn jetzt wieder los? Warum kommt kein Deuterium mehr? Wir schlagen hier gewaltig über die Stränge.
Verbrauch an Deuterium ist gewaltig gestiegen. Na klar, weil dieses Förderband jetzt da, die Produktion da, frisst es natürlich alles. Und das brauchen wir offensichtlich auch, weil wenn man sich das anschaut. Dann brauchen wir diesen ganzen Treibstoff auch. Das heißt, wir müssen uns da was anderes einfallen lassen, wie die zu Deuterium kommen. Ich habe da schon so eine Idee. Wir haben ja hier eh zu viel Wasserstoff. Was ist, wenn wir ganz einfach so eine weitere Fraktioniererlinie aufbauen? Wir haben 9. Jetzt haben wir 11. Stahl. Ziehen dann noch so eine Fraktioniererlinie auf, die sich da am Wasserstoff bedient. Dann haben wir auch weniger das Graphit, das Graphenproblem, was sich jeder schon wieder bemerkbar macht. Wir sind nämlich jetzt schon langsam wieder an diesem Punkt. Ja, da steht es nämlich schon. Shit, was wollte ich jetzt? Stahl. Wir benötigen Stahl. Gar nicht um Effizienz, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist es, dass Wasserstoff wegkommt. So. Dann können wir das gleich machen. Akekun. Platz haben wir wohl gar nicht, ne? Hier raus. Und hier noch einmal hin. Lässt sich das Ganze natürlich noch ausbauen. Wir brauchen eh nur Stahl dafür. Perfekt. Perfekt. Okay. Das Förderband sollte bis hierhin, glaube ich, schon rein. Ah, das ist vielleicht schon ein bisschen weit. So. Schön kompakt. Nicht ganz so zeiteffizient, weil jeder seine eigene Linie hat, es natürlich am besten. Upgraden hier. So, da ziehen wir so erstmal bis da nach oben durch. So, immer wenn wir hier dranhängen, wird es sonst wieder eh auf MK1 zurückgesetzt. Das wäre auch cool, wenn es eine Funktion gäbe. Vielleicht gibt es sie sogar schon. Do not snap to building, change path. Is it to surface? Nee. Nee, das geht leider noch nicht. Dass, wenn ich das MK1 hier anhänge und hier ein MK2 oder MK3 ist, dass ich auf Knopfdruck das nicht überschreibe, sondern nur hier anbinde. Das wäre echt cool. So, jetzt ist nämlich das ganze MK2 zum großen Teil ab. Hier noch das MK3. Dann brauchen wir noch Input. Durchschleifen. Das ist jetzt speziell nur für Strange Matter.
dem ja von der eigentlichen, dem eigentlichen Deuterium-Tankstigern hier nicht zum Ankommen wird. Weil wir alles für den Treibstoff verbrauchen. So. Überall ist hier irgendwas wieder, wie wir schon. Da kann ich mit drüber. Ah, perfekt. Okay. Es kann losgehen. Noch den Wasserstoff dort abbinden. Alles out. Das ist alles Input, nur hier ist Output. Ne? Das Problem ist, die brauchen das ja. Das heißt, wir müssten das hier machen. Sagen. Deshalb ist das hier der priorisierte Input. Hier nach oben. Jetzt müssen wir das irgendwie da hinüberbringen. Oh, Part ist auch schon wieder zu Ende. Das machen wir jetzt noch auf die Schnelle fertig. Die Folgen sind zu kurz. So, Stress Level verbessert. So, wir gehen hier drüber. Und jetzt müssen wir hier anschließen. Und dann doch schon losgehen. Wasserstoff irgendwann. Also nicht fertig gebaut. Dankeschön. Oh, wir haben nicht vergessen, das hier noch fertig anzubinden. So, und fertig sind wir. Und es wird mehr und mehr und mehr. Und da kommt dann der erste zurück. Passt. Deuterium kommt hier raus, kommt da hinein, damit die produzieren können. Gut, Freunde, wie gesagt, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!